Gott, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallöchen, Kinders. Schön, dass ihr da seid. Ich habe hier für euch weltbewegende Informationen. Und zwar, erstens, was einige von euch schon gefragt haben, unser Stand in der 99 Damage Liga. Wir stehen jetzt gerade aktuell auf dem 4. Platz und haben unser nächstes Spiel höchstwahrscheinlich am Donnerstag, den 18.10. um, ich glaube, 18.45 Uhr oder 19 Uhr, also mitten im Livestream morgen. Ihr wisst ja, wann die Streams sind, jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da werden wir dann gegen Akatsuki spielen. Und soweit ich weiß, nach Beryls Aussage sind das wirklich extrem krasse Boys. Das sind wohl Ex-Division 3 Leute. Und das wird möglicherweise eine ganz schöne Pimmelung, aber natürlich versuchen wir trotzdem alles zu geben, ganz klar. In dem Spiel bin auch, soweit ich weiß, ich eingeteilt, also als Spielender. Ich guck nochmal kurz nach, Moment, bevor ich hier Scheiße erzähle. Das ist noch gar nicht erstellt worden, aber ich glaube, weil ich im letzten Spiel auch eingetragen war, aber das Spiel nicht stattfand, da haben wir gegen Lipton gespielt, die sind nicht angetreten. Und ich glaube, das Team bleibt dann einfach gleich für das darauffolgende Spiel. Das erste Spiel gegen Hightech war bis auf anfängliche Schwierigkeiten sehr nice. Es stand dann am Schluss 1-1, sie haben auf ihrer Map gewonnen wie auf unserer und dann zählt, wer die meisten Runden hat und da waren wir vorne. Das zweite Spiel hat, wie gesagt, nicht stattgefunden und das nächste Spiel gegen Akatsuki wird dann, wie gesagt, extrem hart. Das sind wohl richtig, richtig krass gute Spiele. Das Spiel wird wieder live übertragen von mir, aber mit ein bisschen was über 2 Minuten Verzögerung. Also für alle Fälle, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Bleiben wir direkt bei den Streams. Der Stream gestern war sehr, sehr geil. Das aktuelle AWP Fever Dream Giveaway auf Twitch ist immer noch aktiv bis zum 20. glaube ich. Also das heißt, wenn man dann auch mitmachen will, sollte man mal vorbeischauen. Wir haben gestern da gegen Ende noch PUBG gespielt und das war echt sacklustig. Hat ordentlich reingehämmert, aber auch CSGO war natürlich nice, ganz klar. Leider habe ich es gestern nicht geschafft, das Video rechtzeitig online zu stellen. Einige von euch wissen das ja, dass wenn das Video nicht bis 18 Uhr online ist, dass ich es dann auch nicht mehr bringen kann. Weil ich es nicht hochladen kann, während ich streame, weil die Leitung dann komplett in die Knie gehen würde. Das würde nicht gehen. Da könnte ich dann nicht streamen. Darum kommt das Video dann morgen und heute eben das hier. Im Hintergrund seht ihr übrigens Hotline Miami 2. In diesem Video, das dann morgen erscheint, habe ich was Neues ausprobiert. Ihr sollt es euch einfach mal anschauen, lasst es mal auf euch wirken und guckt, wie es so auf euch wirkt. Möglicherweise kann ich mit dieser Technik auch in Zukunft gewisse Specials machen, auch Special Streams und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist ganz lustig, also diese neue Sache. Dazu habe ich aber auch nochmal im Video was gesagt, von daher ist es jetzt ja gar nicht mehr so extrem wichtig, großartig drüber zu sprechen. Einige fragen immer mal wieder, wann es wieder einen Special Stream gibt und wie der ausfallen wird, also wie viele Stunden haben wir, 12 oder 24. Ich habe darauf zwar schon ein paar Mal geantwortet, aber ich werde es ja auch einfach nochmal sagen. Die 24 Stunden Livestreams, davon haben wir jetzt schon 2 gemacht, sind nicht so ergiebig wie die 12 Stunden Livestreams, weil bei den 24 Stunden Teilen meistens die Leute irgendwann halt wegknacken. Es gibt Tiefzeiten, da sind dann nur noch so wenige dabei, die sich da durchquälen, dass es an sich für euch und auch für den Streamer einfacher ist, wenn wir einfach 2 12 Stunden Streams zum Beispiel machen. Da kann man dann nämlich die 12 besten Stunden raussuchen. Es gibt viele Leute, die den Anspruch an sich selbst haben, dann komplett mit am Start zu sein. Und es ist halt einfach hart, 24 Stunden nur da zu hocken und zuzugucken. Ne? Und natürlich sind auch als Streamer 24 Stunden anstrengender wie 12. Es ist alles machbar, ganz klar, aber es ist einfach von dem Kosten-Nutzen-Faktor her sinnvoller, 12 Stunden Streams zu machen. 12er haben wir jetzt schon 4 gemacht und ja, die waren eben im Vergleich zu diesen beiden 24er einfach besser besucht. Der Durchsatz an Leuten, die aktiv da sind, ist viel, viel höher, weil man halt eben zum Beispiel eine Zeit wählt von um 12 Uhr mittags an einem Samstag bis 0 Uhr nachts. Da kann eigentlich jeder die ganze Zeit dabei sein, beziehungsweise da könnte jeder mit am Start sein. Ne? 12 Uhr mittags ist jetzt nicht allzu früh, man muss jetzt nicht extra früh aufstehen und 0 Uhr nachts von einem Samstag auf einen Sonntag ist auch keine Zeit. Und ja, es ist schon wieder Bedankungszeit, denn ihr habt gerade gestern das aktuelle Spendenziel vollgemacht auf Twitch, was richtig, richtig geil ist. Ich bin schon dabei, die Sachen alle zu bestellen. Ihr wisst ja, es geht um ein komplettes Mikrofon-Set mit dem ganzen Klimbim zwischendrin und auch für Matten, die ich hier reinkleben werde, für die Akustik. Ja, da muss ich einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an euch alle, denn es war ja ein sehr hohes, mit knapp 500 Euro, wirklich ein sehr hohes Spendenziel und ihr habt das jetzt in recht kurzer Zeit einfach voll geknüppelt. Dafür vielen, vielen Dank. Es ist echt Wahnsinn, wie sehr ihr euch um mich kümmert, ne? Wenn ich sage, ah, shit, ich habe jetzt gerade dieses und jenes Problem, ihr wisst, dieses Mikrofon hier, diese Aufbaute, ist einfach nicht mehr so ganz das Wahre. Sobald ich drankomme oder sobald die Katze drankommt, die ja manchmal rumrennt, in den Livestreams, dann ist meine Stimme weg. Man hört mich dann auch im Spielen nicht mehr und so weiter. Es ist einfach räudig. Ich kann es dann zwar für den Stream leicht wiederherstellen, indem ich das Kabel ganz raus und wieder reinziehe, stecke, aber in-game müsste ich dann neu connecten, ach und so weiter und so fort. Ich habe auch schon Aufnahmen verwerfen müssen, weil wenn ich jetzt hier dran komme oder kommen würde, dann macht meine Audacity-Aufnahme einen Sprung. Es knackt natürlich und sie macht einen Sprung. Dann lässt sie x Sekunden weg und die ganze Timeline verschiebt sich. Es ist richtig räudig. Ich habe euch von dem Problem erzählt und ihr habt das Ziel einfach vollgeballert. Dafür vielen, vielen Dank. Es ist so krass. Es ist so krass, also wenn man sich überlegt, dass da einfach Menschen sind, die
Geld für jemanden anderen übrig haben. Das ist nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall ist es nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Leute, die ja noch nicht mal ihren Freunden wirklich gerne Geld leihen oder überhaupt Geld leihen. Und dann jemandem, der eigentlich fremd ist, das ist schon wirklich krass. Das ist schon wirklich nice. Dankeschön. Einige von euch haben gefragt, was ich da unter anderem eigentlich alles kaufe. Also es handelt sich da um ein Mischpult, um einen Brummschleifenfilter, Mikrofon, einen Mikrofonprozessor. Dann hier noch diese Schaumstoffnoppenteile, ein Reflection Filter X, ein Snake Audiokabel und dann hier nochmal ein Klinkenkabel und nochmal ein Mikrofonkabel. Das sind alles Dinge, die mein Soundproducer ausgesucht hat. Also ihr wisst ja, diese musikalischen Geschichten, die ich mache, mache ich seit mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren. Schaffen wir schon so lange zusammen, Monsieur? Ich glaube schon. Seit 2 Jahren mit ihm Hand in Hand, er kennt sich halt voll aus und hat schon öfter danach gefragt, ob ich nicht mal aufstocken will, weil das ja halt ein nach wie vor sehr gutes Mikrofon ist. Das ist das SC450 von T-Bone. Alles geholt übrigens bei Thomann. Das habe ich aber halt einfach nur als USB-Mikrofon. Und die sind natürlich jetzt nicht so prickelnd, wenn man sie mit einem Klinkenmikrofon vergleicht. Und das neue wird ein Klinkenmikrofon. Wobei das Mikrofon, das T-Bone SC400, eigentlich das günstigste an der ganzen Sache ist. Das kostet, glaube ich, 50 Euro, ja. Na gut, die Kabel sind natürlich auch nochmal günstiger, das ist klar. Und diese ganze Peripherie außenrum lässt dann eben gewisse Einstellungen zu. Also gerade für die musikalischen Dinge, aber auch eben für unsere Podcasts, für die Videos und so weiter und so fort. Da packe ich, beziehungsweise wir, nochmal eine ordentliche Schippe an Professionalität drauf. Ja. Und das ist schon was, ja, was gut ist. Dafür einfach nochmal vielen Dank. Also auch an dich. Ich weiß gar nicht, ob ich dich einfach jetzt hier nennen darf, rein aus schutzrechtlichen Gründen. Aber du weißt ja, Mr. Producer, wen ich meine. Auch vielen Dank an dich, dass du mir da so unter die Arme greifst. Also er hat mir diese ganze Liste erstellt. Er hat überall die ganzen Posten abgesucht, hat mir schon die Links auch geschickt, wo ich den Kram finde. Und er will mir dann auch bei der Einrichtung helfen. Also es ist sehr nice, wirklich sehr nice. Das war's eigentlich schon wieder. Ich hoffe, ihr seid auch so ein bisschen gehypt auf die Liga-Geschichte. Also für mich ist es extrem spannend, bei einer Liga zu spielen. Diesen starken Wunsch nach Ligaspielen und so weiter, der ist schon sehr alt. Den hatte ich vor ungefähr 10, 11 oder mittlerweile sogar eigentlich 12 Jahren, so mit 15, 16, 17 Jahren, als ich eben richtig aktiv Counter-Strike gespielt habe. Das war damals noch Source Go, gab es da nicht. Da war der Wille, so wie bei vielen wahrscheinlich auch jetzt, die in dem Alter sind, sehr groß, was daraus zu machen. Ich habe da auch mit einem Team in der ESL gespielt, die Ladder Season und so weiter. Und auch Tour und Two mit einem Kollegen ordentlich reingepimmelt, unter anderem Tour und Two AWP Ladder. Das war schon ziemlich geil, es hat echt Spaß gemacht. Und dann war das einfach komplett weg, diese Lust auf Ligaspiele. Und Beryl hat da jetzt ein Team aufgebaut und da kam die Lust bei mir auch wieder zurück. Weil dieses ganze Matchmaking-Geplänkel, es hat einfach nichts mehr. Es ist nichts da, worauf man grindet. Die Ranks im CSGO-Matchmaking-Bereich sind halt wirklich für den Arsch. Ranks an sich sind irgendwie bescheuert. Man will doch eigentlich im Endeffekt einfach nur mit einem Team gegen ein anderes spielen. Und wo geht es besser als in irgendeiner Liga? Das ist das Counter-Strike-Feeling. Clan gegen Clan, Team gegen Team, bam, bam, bam. Und in der Liga um Punkte spielen, um Platzierungen und so weiter. Das ist irgendwie nice. Das war's eigentlich. Und kommen wir noch geschwind zur Nennung des Gewinners oder der Gewinnerin vom aktuellen YouTube-Skin-Giveaway. Es ist Lovoline. Herzlichen Glühstrumpf. Melde dich bitte hier unter diesem Video und schreib mir, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Morgen kommt dann wieder ein Macht-Spaß-Video, wie vorhin erwähnt, mit neuer Technik. Schaut's euch an. Haut ordentlich rein. Vielen Dank, um Gottes Willen, ich hab's was vergessen, für die Daumen. Leute, ich habe Löcher in die Luft gestaunt. Guckt euch mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt aufmache, das vergesse ich bestimmt, aber guckt euch mal die Daumen der letzten paar Videos an. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie extrem auf die Likes gucke oder geiere oder sowas, aber es erstaunt mich, wie es auf einmal voll explodiert. Wow!